Egal, ob du langes Haar hast oder kurzes. Uns ist es definitiv wichtig. Aber welche Art von Haar ist besser? Du entscheidest. Hi. Nur die Spitzen, bitte. Aha. Das wird deine Kleidung vor den Haaren schützen. Okay. Du lehnst dich einfach zurück und entspannst dich. Nur die Spitzen. Schon vergessen? Was ist denn mit dem Licht passiert? Ah, mein kostbares Haar! Sieht gut aus. Wie ein Pferdeschwanz, hä? Fräulein, geht's dir gut? Ich kann das nicht. Mädchen und ihre langen Haare. Eine weiße Leinwand. Was für einen schönen Knochenbau du hast. Perfekt für was Ausgefallenes. Oh ja, ich kann's schon sehen. Bist du bereit? Gefällt's dir? Oh, genau das, was ich wollte. Stimmt so. Ich muss meine Frisur zeigen. Morgen. Julie, was denn passiert? Was? Meine Haare! Hi, Elsa. Guten Morgen. Okay. Was ist denn mit denen heute los? Oh, ich habe ein Pizzagesicht. Was soll ich nur machen? Ach, wie soll ich die denn abdecken? Sind die wirklich so schlimm? Ja, die sehen definitiv nicht gut aus. Ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Könnte das klappen? Ach. Ah, ich weiß. Eine gekonnt platzierte Kapuze. Das sollte gehen. Oder nicht? Ich muss für immer zu Hause bleiben. Außer, es gibt noch eine Sache, die ich versuchen kann. Als erstes teilst du dein Haar ab. Das sollte genug sein. Keine Sorge, das ist nur vorübergehend. Wenn der Gummi schön fest sitzt, teile die Haare und steck sie durch. Ordne die Haare so an, dass sie wie ein Pony aussehen. Das Stirnband ist der letzte Schritt. Ja, ich habe mein Mathebuch vergessen. Ah, ich hab's schon. Hä? Warum passiert mir das immer? Raus da! Julie? Boah, die neue Ponyfrisur sieht klasse aus. Hast du das selbst geschnitten? Sorry, ich gehe jetzt lieber zum Unterricht. Ob ich das mit meinen Haaren auch machen kann? Ich könnte wie ein Modell aussehen. Ich bin sowieso fällig für ein Makeover. Ich könnte die eigentlich auch selbst schneiden. Ah, wie schwer kann das schon sein? Einfach die Haare nehmen? Und schneiden, schneiden, schneiden. Tada! Was habe ich getan? Ich bin entstellt. Zum Glück habe ich heute eine Mütze auf. Ich muss noch mindestens 10 weitere kaufen. Boah, das Video ist so witzig. Oh, ich hatte die Dusche wirklich nötig. Es ist ziemlich nass. Schau dir das an. Wow, alles trocken. Ich versuche das auch mal. Es ist auch nass. Meine Haare sind einfach zu lang. Ich wusste nicht, dass ich in der Spritzzone sitze. Oh Mann, das ist eine Menge Wasser. Sorry. Brauchst du das? Gut, dass die schnell trocknen. Cool. Okay, ich habe noch einiges zu tun. Ich putze mir einfach die Zähne, während ich warte. Nur ein paar Minuten. Oh, ich hoffe, wir verpassen nicht den Bus.
Immer noch am Föhnen, ha? Huh? Es fühlt sich nicht so an, als ob hier irgendwas passiert. Bist du bald fertig, Kylie? Natürlich nicht. Lange Haare brauchen einfach mehr Zeit zum Trocknen. Okay, viel mehr Zeit. Es ist ein neuer Tag und das bedeutet eine neue lustige Frisur. Habe ich heute einen guten Haartag, oder was? Hallo, Haargummi. Ich denke, ich trage sie wieder offen. Ich trage heute einen Pferdeschwanz. Und glatt und offen. So sind sie. Nicht sieht so fabelhaft aus wie ein Zopf. Naja, gleiche Haare, anderer Tag. Dieser Dutt ist perfekt. Nee, warum rumspielen, wenn das gut aussieht? Kyle kann wirklich eine Menge Frisuren machen. Ach, kurze Haare sind so einschränkend. Sehen die nicht fabelhaft aus? Ich wünschte, ich könnte auch was Lustiges machen. Ah, mein Date mit Joey. Aber ich sehe so langweilig aus. Na, Haarspray wird die Sache aufpeppen. Das ist wie eine Frisur aus der Dose. Ah, ich kann das Volumen schon spüren. Ziemlich gut für kurze Haare, oder? Wow, Mann, hier draußen wütet ja ein Tornado. Ich kann nichts sehen. Oh, ich bin so froh, dass du da bist, Julie. Ja, das ist schön. Glaubst du, er mag meine Haare? Ich bin gleich wieder da. Was? Habe ich Mundgeruch? Du hast keine Zeit, dir die Haare zu machen? Ein schneller Pferdeschwanz ist die einfachste Lösung. Aber was wird denn damit? Ja, da müssen Haarnadeln ran. Sieht schon viel besser aus. Man kann tatsächlich mein Gesicht sehen. Auf jeden Fall, ich stimme voll zu. Oh, das Mittagessen auszulassen war eine schlechte Idee. Red weiter, ich höre zu. Stimmt. Warte eine Sekunde. Ah, ich habe mir die Haare abgehackt. Ich rufe zurück. Mein geliebtes Haar. Julie? Was hat's denn mit den ganzen Haarklammern auf sich? All die blöden Babyhaare. Ja, sieht aus, als hättest du hier was vergessen. Sie sind genau hier. Oh, wie konnte ich das übersehen? Oh, ich muss das alles nochmal machen. Hast du Probleme mit langen oder mit kurzen Haaren? Teile dieses Video unbedingt mit deinen Freunden, um sie zum Lachen zu bringen. Und hast du die schon gesehen? Abonniere unseren Kanal, damit du nichts mehr verpasst.